Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stattenbach in Oberfranken. Und ja, ihr seht es am Titel, es ist diesmal tatsächlich nicht vergessen worden. Der WIP wird ab sofort nicht mehr gezeigt. Die Map oder die Version, die ich hier benutze, die überarbeitete Version, ist heute rausgekommen, heute Morgen. Und ist jetzt Version 1.0.4.0. Kleines Update halt. Überarbeitung der Feldgrenzen, was ich euch schon erzählt hatte. Feldmissionen wurden aktiviert. Na, also so sieht das Ganze lebendiger aus, stimmiger. Dann, bei der Baywa war noch so ein kleines Loch. Das wurde auch gleich mit aufgefüllt. Holzverkauf beim Sägewerk ist jetzt möglich. Ich habe noch ein Heckgewicht dran. Und Hackschnitzelberg und Holzverkauf beim Schreiner sind nun sichtbar. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen beim Schreiner. Zack. So, einmal eben. Ne? Einmal hier, wo der Hackschnitzelverkauf ist. Das sind jetzt Berge, damit ihr seht, aha, hier muss ich rein zum Hackschnitzelverkauf. Ne, sah ja so aus, als würde hier nicht gearbeitet werden. Aber ist tatsächlich, es wird gearbeitet. Und die beiden Sachen wusste ich übrigens vorher auch noch nicht. Die durfte ich vorher auch noch nicht sehen. Und hier jetzt in der anderen Halle der Holzverkauf. Müsst ihr jetzt gucken, dass ihr natürlich nicht durch das Tor hier reinfahrt. Ist sonst ein bisschen doof. Aber hier könnt ihr jetzt die Holzstämme verkaufen. Ist jetzt visuell dargestellt. Wirkt wieder ein bisschen stimmiger auf jeden Fall. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Während Emily Feld 39 da am Mähen ist. Wo ist denn jetzt... Wo ist er jetzt? Da. Zack. Müssen wir das Heckgewicht loswerden. Lenkrad hat sich diesmal wieder connected. Wie gesagt, einmal neu starten. Das Thema war erledigt. Also wer das Problem auch hat, dass das Lenkrad vielleicht ab und zu mal nicht mit connected. Das heißt ab und zu mal. Das ist bei mir, glaube ich, jetzt das zweite Mal, dass es nicht mit connected hat. Einfach PC neu starten. Hat bei mir bis jetzt immer funktioniert. So, wir haben übrigens deutlich, also wir werden deutlich mehr Ballen kriegen, als ich erwartet habe. Von daher werden wir wohl beigehen und werden einen Großteil der Felder wahrscheinlich noch, oder der Wiesen, wahrscheinlich mähen und dann Silage draus machen. Und zwar die ersten Wiesen, also sprich die, die da hinten sind, die werden wir mähen und mit dem Ladewagen in unser Fahrsilo schmeißen. Und wenn das voll sein sollte, dann werden wir den Rest bei der BGA abkippen. So, und ich stelle jetzt mal kurz hier alles ein bisschen davor. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz optimal. Aber da war ja was mit dem Aufräumen. Wir müssen ja hier noch unsere Saatguttechnik alles so bisschen optimieren, bisschen anders hinstellen. Achso. Bevor ich es vergesse. Ich packe euch mal den Link zu der aktuellen Version der Stattenbach unten mit rein. Na, also zu dem Update. Packe ich euch unten mal mit rein. Da müsst ihr dann einfach nur drauf gehen, könnt es runterladen. Wer vorher mit noch keinem Update der Stattenbach gespielt hat, der wird, wenn er das Spiel startet, über den Mod-Hub die Aussage bekommen, Update verfügbar, und dann steht da die Stattenbach drin. Wenn ihr dieses Update aber dann macht, dann habt ihr wieder die alte Version. Also bringt euch dann überhaupt nicht. Ne? Achtet darauf, dass ihr das dann nicht macht. Weil auf dem Mod-Hub ist diese Version natürlich noch nicht drauf. Ne, da gab es ja auch mal die Frage, warum da nicht andauernd eine Version draufgeladen wird. Ja, weil das viel zu lange dauert. Bis die überarbeitet wurde, bis dahin ist schon vielleicht ein Fix draußen. Oder noch eine neue Version. Und da kann man lieber warten, bis sie dann so weit ist, dass man sagt, okay, jetzt gibt es ein Update auf dem Mod-Hub. So. Emily, wieso hast du jetzt durchdrehende Reifen? Das erklär mir mal. Muss ich da jetzt wirklich hin? Moment mal kurz.
Emily? Ich höre dich. Ui, die ist aber schon ganz schön weit. Wo willst du denn da lang? Da kommst du doch nicht durch. Hallo? Wer ist stärker, der Baum oder du? Oder was probierst du da jetzt gerade? Hallo, du gräbst dich ein. Kannst du damit mal aufhören? Wo willst du denn überhaupt hin? Hä? Ach so. Ah. So, Thema durch. Ich setze sie jetzt nicht um. Normalerweise könnte sie gleich das nächste Feld mähen, aber wir haben es zu tun. Wir müssen das erste Feld wenden. So, zack. Das hätte ich wohl schon mal machen können, ne? Das ausklappen. Perfekt. Ab geht ab. Ja, endlich wieder nicht mehr dieses Augenkrebs, ne? Was das Lenkrad angeht. Das war gestern echt schlimm für mich. Also, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber irgendwie, man gewöhnt sich so schnell an Sachen. Ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, klar. Aber, unglaublich. Und für eine Folge, ne, da das ja in der Folge passiert ist, extra beigehen und irgendwie einen Mod runterladen noch, der das Lenkverhalten ohne Lenkrad verbessert. Nein, das macht keinen Sinn. Das ist völliger Blödsinn. Deswegen eine Notfallfolge ohne Lenkrad. Aber war ja keine richtige Notfallfolge. Aber da habt ihr wieder gesehen, es ist nichts geschnitten. Wenn was passiert, passiert's. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, viele von euch haben ja auch gesagt, der D80 ist ein schöner Traktor. Ja, entwickelt sich auch so langsam, aber sicher zu einem meiner Lieblingsfahrzeuge aktuell. Was die Arbeiten angeht, das fällt auch gar nicht auf, ne? Also hätte ich das jetzt nicht erwähnt, wäre das ja keinem von euch aufgefallen, ne? War ein Scherz. Das war jetzt ironisch gemeint, ihr müsst jetzt nicht... Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, also wenn ihr die Deutsch sucht, einfach bei Forbidden Mods rein. Und dann unter Deutsch. Ne, Downloadbereich LS17, Traktoren, Deutz. Denke mal, das sollte dann funktionieren. Also, zumindest finde ich so mein Fahrzeug. Und zur Not kann man auch D80 bei Google eingeben. D80 LS17. Dann findet er das genauso. Ihr müsst halt gucken, es gibt ja halt einmal die V1. Die hat ein weißes Lenkrad. Ist nicht ganz so schön aufgebaut. Und es gibt einmal die V2, das ist diese Version hier. Die hat dann auch neue Reifen gekriegt, etc. Ne, das ist das Einzige, worauf ihr achten müsst, ob V1 oder V2. Das ist wie bei allen anderen Fahrzeugen, die ich habe. Sei es jetzt der Ursus, den auch ganz viele von euch suchen möchten. Ne, einfach Ursus C-45 bei Google eingeben. Zur Not LS17 dahinter. Oder immer LS17 dahinter, dann findet ihr auf jeden Fall überwiegend die Sachen zum LS17 und dann runterladen.
halt drauf achten, bei welcher Seite man es runterlädt. Also so sowas wie dann ModHub PL, wenn es das gibt oder sowas, vielleicht nicht unbedingt. Oder sonst wo. Also immer gucken. Ja. Aber das ist ja mit allen anderen Sachen auch so. Es ist ja nicht nur LS-Mods, es ist ja egal was. Immer gucken, wo ihr die runterlädt. Kann ich der Seite vertrauen? Kann ich es da runterladen? Ja, nein. Muss man sich immer vorher überlegen. Wenn ihr für Virenprogramme habt, vernünftige, ne, Beispiel Norton zum Beispiel, dann zeigt er euch ja auch an, ob die Seite sicher ist oder nicht. Also ob sie schon mal überprüft wurde oder nicht. Und dann lauft ihr da weniger Gefahr, dass ihr euch was einfangt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ach so, ne? Motorsense für den Handbetrieb hier. Ist gut und schön, aber... Dekogras kann ich ja gar nicht wegmachen, ne? So hier am Feldrand oder am Hof. Nee, so eine Motorsense. Dafür gibt es ein anderes Spiel, wo wir Motorsense benutzen. Farmers Dynasty zum Beispiel. Aber jetzt haben wir gleich auf jeden Fall schon die erste Wiese fertig. Das ist gut. Dann werden wir das kleine Stück hier da hinten mähen, die auch zettern. Also das kleine Stück fertig mähen. Dann werde ich mal Emily sagen, sie soll mal die anderen Felder machen. Wieso Felder? Die anderen Wiesen. Und dann müssen wir mal schauen. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn wir jetzt zu viel Material bekommen, was wir durchaus werden, weil ich glaube, wir kriegen 10 Ballen allein schon hier raus. Oh, könnte hinkommen, wenn nicht sogar noch mehr. Und ja, wir können die Ballen auf einer anderen Größe pressen. Das Problem ist nur, wir müssen ja irgendwie mit unseren Fahrzeugen die Dinger auch verladen können auf den Ballenwagen. Da will ich jetzt nicht unbedingt mit einem 1,80 Meter Durchmesserballen arbeiten. Achso, bezüglich des Europa-DLCs. Vielen Dank, Ralf, dass du mir den Link unter das letzte Video drunter gestellt hast, mit was in dem Pack enthalten sein soll. Ich habe das übersehen. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es da schon eine Auflistung gibt. Also, aber ich lag mit meiner Aussage fast richtig. Also es wird wohl einmal eine Europa-Maus dabei sein. Dann der Europa-Rüben-Roder, also sprich der große... Dreiachser, den es ja jetzt im Spiel von Grimme ist es, glaube ich, ne? Der große Rübenruder. Den wird es auf jeden Fall von Rupa geben. Und dann ein Keiler von Rupa, also sprich ein Anhänger oder dieses Hinterherziehding für Kartoffeln. Hinterherziehding. Die Erntemaschine für Kartoffeln. Und ein 4 Meter Schneidwerk, also das der Krautschläger für die Rübenrodung in 4 Meter für den großen Ropa und ein Schneidwerksanhänger dafür. Eine Sache haben sie noch zugelassen, die ist noch nicht offen. Also ein Gerät fehlt wohl noch, Gerät, Fahrzeug, was auch immer von Ropa, was da mit drin sein soll. Gucken, ob sie es vorher bekannt geben ob sie das offen lassen. Weil, versteht mich nicht falsch, aber ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, es gibt auf dem ModHub gibt's den Rupa Panther und den Rupa Tiger. Das sind ja schon mal die beiden großen Roder von Rupa. Dann fehlt im Endeffekt zu diesem Pack eigentlich nur die Rupa Maus sowie der Keiler.
Und der Transportwagen für Schneidwerk. Aber alles andere, ne, gibt es schon. Ich finde es schön, dass Europa auch in den LS kommt. Ne, dass nicht quasi die Marken so bleiben, sondern dass da neue Marken dazukommen. Das gefällt mir. Aber theoretisch gibt es sie ja schon. Ne? Und ich glaube, das sind sogar... Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, das sind Fahrzeuge, die auch von der Farmcon, von der Agritechnica sind. Die beiden Europa. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich meine, irgendwas da mal mitbekommen zu haben. Ich weiß, dass es auf der Agritechnica am Europa-Stand schon einen Hinweis darauf gab, dass Europa in den LS17 kommt. Oder in den LS kommt. Da gab es wohl... Die Maus wurde da wohl schon vorgestellt. Ich persönlich muss sagen, ich war nicht bei Europa. Hab das also gar nicht mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass Michelin auf der Agritechnica noch neue Reifen vorgestellt hat. Unter anderem auch über den LS. Also ich gehe mal davon aus, spätestens im 19er werden wir nicht nur Teleborg, sondern auch Michelin-Reifen haben. Ich lehne mich da einfach mal ganz vage aus dem Fenster und sage das jetzt einfach mal. Von daher, man hat auf der Agritechnica auch viel gesehen. Also viele Stände, die dann einfach mal was für den LS angeboten haben oder was gezeigt haben über den LS, bietet sich ja an. Wenn man einen vernünftigen Modder hat, wo man dann sagt, hier, wir würden unser Produkt gerne vorstellen in unserem Stand. Versuch das mal umzusetzen oder mach das mal. Also dafür bietet sich der LS natürlich an. Sein, dass der Zetter ein bisschen tief hängt. Ist mir schon zweimal aufgefallen, dass er was aufnimmt, obwohl er nicht abgesenkt ist. Aber auch behalten. Er passt halt optisch sehr gut zu dem kleinen Deutz, ne? Was sind das noch? 3, 4? Dann haben wir schon den nächsten Arbeitsschritt hinter uns, ne? Da sind wir mit dem Thema auch schon durch. So, liebe Lüt, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht, war ein bisschen informativ. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und sagt, bis zum nächsten Mal.